Also bei der Aufgabe geht es um Wasserstoffgas und es wird mit Licht bestrahlt. Die Elektronen gehen in den Zustand n gleich 4 über und ich habe hier diese Formel für die Energie. Wenn ich mir dieses mal anschaue, die Elektronen gehen hier in diesen Zustand über n gleich 4 und springen dann irgendwie wieder zurück auf 1, haben aber die Möglichkeit, über Umwege zu springen. Und der kürzeste Sprung ist eben der von 4 nach 3, das will ich bei der Aufgabe. Genau. Die langwelligsten, das steht hier. Also die Photonen mit der geringsten Energie haben die längste Wellenlänge und deswegen will ich den Zustand von n gleich 4 nach n gleich 3. Das gebe ich hier ein, also für 4 und für 3 ausrechnen. Für 4 habe ich eben hier, habe ich den, Achtung, sollen wir mal so machen. Für 4 habe ich da diesen 4er drin und für 3 habe ich an der Stelle den 3er drin. Dann bekomme ich die Energie in Elektronenvolt und die muss ich noch in Joule umrechnen. Das geht mit dem Faktor 0,66 mal 1,6 mal 10 hoch minus 19 und dann habe ich die Joule. Und wichtig ist jetzt an der Stelle noch die Formel, also wenn ich die Energie habe, ja, so. Also wenn ich Energie habe, gibt es die Formel unter Quanten. Die Formel Energie ist H mal F und H ist eine Konstante. Und dann habe ich hier so einen Zusammenhang. Also das gilt für Photonen. Ja, eine Energie und eine Frequenz und hier die Konstante. Und dann bekomme ich die Frequenz. Und es gibt hier auch Formeln Schwingung Wellen. Hier die Lichtgeschwindigkeit ist Wellenlänge mal die Frequenz. Das brauche ich an der Stelle. Damit kann ich die Wellenlänge berechnen. Also Frequenz, Wellenlänge, immer nicht vergessen, dass hier. Ich bin an der Stelle, hier habe ich Joule, das ist eine SI-Einheit, dann bekomme ich Hertz und dann bekomme ich Meter. Dann bin ich im Bereich der SI-Einheiten. Also ich muss von diesen Elektronenvolt einmal rüber zu den Joule und dann bekomme ich immer diese Einheiten raus. Gut. Und es war jetzt nicht gefragt, aber so ein Millionstel Meter, das sind ungefähr 1900 Nanometer, da bin ich noch im Infrarotbereich. Das, genau.